Gran Canaria ist mit einer Fläche von 1560 Quadratkilometer nach Teneriffa und Fuerteventura die drittgrößte der Kanarischen Inseln, einer autonomen Gemeinschaft Spaniens. Die annähernd kreisförmige Insel hat einen Durchmesser von etwa 50 Kilometern und eine Küstenlänge von rund 236 Kilometer. Gemessen an der Bevölkerung ist Gran Canaria nach Teneriffa die zweitgrößte Insel der Kanaren. Die Hauptstadt ist Las Palmas de Gran Canaria. Las Palomas liegt an der Südspitze der Kanarischen Insel, an der Küste des Atlantiks. Im südöstlichen Teil wird der Ort durch die Dünen von Las Palomas vom Meer getrennt. Isas y palmeras, alegría y amistad. Polillas plataneras, Gran Canaria es sin igual. Fuerteventura y Lanzarote también puedes visitar. Son tres hijas del sol y de la noche tropical. Ven a Gran Canaria, ven a más palomas. Báñate en sus playas al ritmo de las olas. A tu segunda casa, ven a más palomas, ven a Gran Canaria. Alegría y amistad, polillas plataneras, Gran Canaria es sin igual. Fuerteventura y Lanzarote también puedes visitar. Son tres hijas del sol y de la noche tropical. Ven a Gran Canaria, ven a más palomas. Báñate en sus playas al ritmo de las olas. A tu segunda casa, ven a más palomas, ven a Gran Canaria. Ven a Gran Canaria, ven a más palomas. Telde ist eine Gemeinde auf der kanarischen Insel Gran Canaria und liegt südlich von Las Palmas de Gran Canaria und nordöstlich von Puerto Rico.
als bedeutendste Sehenswürdigkeit der Stadt und als einer der kunsthistorisch wertvollen Sakralbauten der Insel gilt die städtische Pfarrkirche San Juan Bautista. Der Christus am Kreuz des Hochaltars wurde im 16. Jahrhundert in Mexiko aus Maismark gefertigt und wiegt daher trotz seiner Lebensgröße nur 7 Kilo. Die Caldera de Bandama im Nordosten der Insel ist ein fast 200 Meter in die Tiefe reichender Krater mit dem Durchmesser von 1000 Metern, zeigt eindrucksvoll, welche Kräfte zur geologischen Formung Gran Canarias am Werke waren. Die Stadt Las Palmas ist mit 379.000 Einwohnern die größte Stadt der Kanarischen Inseln. Maßgeblich geprägt wird die Stadt durch ihren Hafen, der zu den größten des Atlantiks gehört. Danach besuchten wir einen botanischen Garten, der von Erik Sventhenius, einem Schweden und außergewöhnlichen Mann, gegründet wurde. Die Bienen fliegen nicht mehr weiter als 200, als 2 Kilometer ungefähr. Ja? Und Gran Canaria ist wie eine Arche nur. Wir haben drinnen hier Obstbäume, wilde Pflanzen, ja? Und die Bienen nehmen Nektar, ja? Von allen. Ja? Und die Drachenbäume wachsen vor allem in den Talschluchten. Ja? '52 beschloss er, an diesem Ort eine Sammlung der gesamten kanarischen Pflanzenwelt anzulegen. So entstand der Jardín Vera Agravillo in Tafira bei der Inselhauptstadt von Gran Canaria. Hier von Mexiko, ja? Kaktusfeigen, ja? Castedo de Dios ist ein sehr sympathisches, rustikales Restaurant mit einfachen, aber sehr schmackhaften Speisen. Besonders natürlich der frische Fisch. Akkordeones, ya no lloren, bajo sextos no se quejen. Las arañas en el monte saben el teje y maneje. Los arcos en Sinaloa. Der Geschmack des Cafés von Agate hat alte Tradition und ist der einzige und letzte Ort in Europa, an dem Kaffee angebaut wird. Bei der Ernte des Arabica-Kaffees werden die reifen Kaffeekirschen handverlesen, was äußerst aufwendig ist. Diese Finca heißt La Laja. La Laja bedeutet in Deutsch Stein, glatte Stein. Die Farm ist seit über 200 Jahren im Familienbesitz. Der Direktor hat hier jährlich eine Produktion in 40.000 Flaschen Wein. 40.000, ja. Es wachsen Trauben, Kaffee, Pflanzen, Orangen, Avocados und Mangofrüchte.
haben am Tisch eine Morser, so eine hier. Und hier drinnen können Sie die Zutaten. Wir fangen mit Kümmel an. Ja, zwei Löffel Kümmel, eine halbe Löffel Salz. El gobierno americano. Let's see.